Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben mit der Mod, die Rückkehr. Ja, wir hatten gerade ein kleines Gespräch mit Xardas. Und jetzt machen wir noch hier oben diese kleine Stelle hier. Und dann wird es auch für uns Zeit, ins Kloster zu gehen, denn wir müssen ja noch die zwei Aufträge erfüllen. Und wenn alles in allem gut klappt, sind wir pünktlich um 21 Uhr oder so wieder in der Stadt Korinnes und können uns noch kurz um Lema kümmern. Weil den sollen wir im Auftrag der Mördergilde umlegen. So, was haben wir denn hier noch, hier oben? Wahrscheinlich nichts mehr. Na? Was ist denn jetzt mit dieser scheiß Steuerung schon wieder los? Hängt das jetzt im Sekundentakt oder was? Glaube ich ja nicht hier. Ich habe hier noch gar nichts eingesammelt. Ja, komm. Treffen uns bei Belia. Hier dürfte auch im dritten Kapitel noch ein Ring und ein Amulett liegen. Das ist dann gildenspezifisch, was hier liegt. So, hier müssten jetzt noch zwei Keiler sein. Ja, die Biester teilen immer noch gut aus. So, da fällt mir ein, wir müssen aber auch noch mal kurz zu Onars Hof, glaube ich. Und ich muss noch die Crawler-Plattenrüstung für mich anfertigen lassen. Deswegen beschleunige ich mal wieder. Ich glaube, das mit 21 Uhr Korinnes wird erstmal nichts. Das ist mir aber wirklich nicht verdient. Auch nicht so wichtig eigentlich. Kannst du Anna? Ja, diese Laufwege immer ist schon ein bisschen nervig. Deswegen ist es ganz praktisch, wenn man da hier mal ein bisschen in den Speed-Modus schalten kann.
Ist ja im Grunde auch nicht wirklich ein Cheat. Ich mache ja dadurch das ganze Spiel einfach schneller. Dass nämlich jetzt hier ein Monster anfallen würde, wäre das Monster genauso schnell. Von dem her verschaffe ich mir in dem Fall ja keinen Vorteil. Deswegen kann ich das beruhigt machen. Nur ob ich jetzt die Laufwege beschleunige später im Video oder ob ich es gleich mache, ist eigentlich egal. Ersteres heißt für mich nur mehr Arbeit. Warum soll ich es denn nicht so machen? Es kommt nur auf die Kraft an. Ja, also, wenn man also nicht an das glauben, was man das nicht sieht, kann es gibt mir eben die Platten. Ich habe die Crawler-Platten für die Rüstung. Das schon gut, immer her damit. Das war doch schon vorher klar. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Hast du inzwischen noch eine Rüstung für mich angefertigt? Ich werde sie dir zusammenbauen. Komm morgen wieder. Das hätte er auch selbst wissen können. Wenn er das nicht sieht, kann ich. Da muss man mal ganz kräftig dazwischenhauen. So, das war's auch schon. Dann können wir jetzt ins Kloster kurz gehen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. So, da muss ich jetzt gucken. Wahrscheinlich ist es schon wieder zu spät, weil ich muss da irgendeinen Magier noch kurz berauben. Weil mir fehlt, glaube ich, noch ein Schlüssel. Ich glaube, ich muss Gorax beklauen, genau. Ach, der wird aber schon wieder nicht da sein. Ich hoffe bloß, dass ich den ansprechen kann, wenn der schon in seinem Gemach ist. Nicht, dass ich da jetzt... Oh, das war natürlich jetzt ganz scheiße. Ja, das kann passieren, wenn man den Speed-Modus reinmacht. Aber wir kommen hier mit Leichtigkeit wieder hoch. Ja, mache ich den Speed-Modus mal wieder, oder lieber wieder raus hier. Ah, ich muss... Nee, ich kann doch hier jetzt rein. Ich speichere lieber, bevor die mich alle angreifen jetzt hier. Huh, okay, gut gegangen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Hoffentlich ist Gorax noch da. Ja. Kann ich dir behilflich sein? Habe ich gerade gespeichert? Ach, keine Ahnung. Was ist deine Aufgabe hier? Meine Aufgaben sind sehr vielseitig. Ich führe nicht nur das Amt des Verwalters, sondern auch das des Schatzmeisters. Zudem organisiere ich die Weinkellerei und überwache die Vorräte des Klosters. Also, wenn du etwas benötigst, bei mir kannst du dich mit allem versorgen. Natürlich nur gegen eine angemessene Spende. Ich brauche ein paar Dinge. So, das lasse ich alles mal mitgehen und jetzt raube ich ihn noch aus, weil von ihm bekomme ich, glaube ich, den Schlüssel zur Schatzkammer. Wenn es denn klappt. Hat geklappt. So, jetzt schauen wir mal schnell nach, wie das hier funktioniert. Ich glaube, ich muss erst mit Neoras reden. Sonst erfahre ich nichts über das Elixier. Hey! Was? Was ist los? Warum störst du mich? Siehst du nicht, dass ich gerade an einem äußerst komplexen Experiment arbeite? Ich wollte dich nicht stören. Das hast du bereits. Also, was willst du? Ich suche das Rezept eines sehr interessanten Tranks. Tatsächlich. Was für ein Trank soll das sein? Man sagt, der Trank kann auf eine gewisse Weise das menschliche Bewusstsein beeinflussen. Hast du schon was davon gehört? Und warum interessiert sich ein Mensch wie du für diesen Trank? Ich möchte mehr über den Trank herausfinden. Du bist also auf der Suche nach Wissen. Gut, ich bin bereit. Mein Wissen mit dir zu teilen. Ich habe von diesem Elixier gehört und es verfügt in der Tat über wirklich ungewöhnliche alchemistische Eigenschaften. Die Beeinflussung des Bewusstseins ist nur eine von ihnen. Darüber hinaus können sich die Eigenschaften von Zeit zu Zeit in unvorhersehbarer Weise verändern. Ich muss auch sagen,
dass die Herstellung dieses Trankes eine recht komplizierte Prozedur ist, mit der nur ein sehr erfahrener Alchemisten zurechtkommen wird. Außerdem benötigt man für die Trankherstellung einige äußerst seltene Zutaten. Hast du also das Rezept? Nein, natürlich nicht. Ich sagte, ich habe von diesem Elixier gehört, aber nicht, dass ich darüber verfüge. Wer könnte mir das Brauen dieses Trankes beibringen? Keine Ahnung. In der Stadt leben viele Alchemisten. Vielleicht kann dir einer von ihnen mehr darüber erzählen. Und nun beenden wir dieses Gespräch. Meine Forschung lässt mir keine Zeit für törichtes Geschwätz. Okay, er sagt uns jetzt, dass er weiß, dass es diesen Trank gibt. Dann gucken wir doch erstmal selber nach, ob wir den vielleicht irgendwo finden. So, hier gibt es wieder lustige Kombinationen, aber die habe ich, glaube ich, alle parat. So, Kloster, Schatzkammer, da ist sie doch. $350 wird hier gehortet, gut. Stimmt, ich kann sogar die Tränke brauen. Fertig. Oh ja. Fertig. Ja, das reicht erstmal. Mache ich dann wieder offscreen. Schau, das scheint eine neue Truhe zu sein. Da war auch das Rezept jetzt gerade drin. Hier ist noch jede Menge wertvoller Krempel. So, jetzt müssen wir noch was anderes besorgen. Und zwar wird das wahrscheinlich jetzt nicht ganz so einfach, denn dazu muss ich nämlich hier rein. Ich hoffe mal, dass ich einfach so mit Straven durchkomme. Scheint zu klappen, ja. Es ist hier nicht. Ja, ja, passt schon. Über Alchemie. Ja, oha. Das weiß ich schon. Dann ist ja gut. So, das mache ich jetzt nicht auf. Ihr wisst schon, was dann passiert. Nichts Neues. Und hier liegt doch was. Die Opferung der Seelen oder die Opferung von Seelen. Nichts Neues. Ja, und damit hätten wir eigentlich alles soweit geholt. Den Hammer lasse ich mal. Sonst gibt es bestimmt wieder nur Probleme. So, ich lese mal kurz das Rezept. Und die Opferung der Seelen kann ich auch mal lesen. Ja, das Rezept immer zu finden, das ist... Was ist das hier? Oh je, oh je. Da kommt noch einiges auf uns zu. Interessant. Ja, ihr könnt da dann stoppen und durchlesen. Ich habe das schon mal gelesen. Werde ich jetzt nicht nochmal tun. Mal gucken, was der Neoras noch zu sagen hat. Aber ich glaube mal nichts mehr. Ah. Ich habe hier einen orkischen Trank. Kann man ihn irgendwie verwenden? Interessant. Ich habe solche Tränke schon gesehen. Nach der Zugabe eines speziellen Salzes wird der Trank für dich unschädlich werden und dir sogar zusätzliche Stärke und Geschicklichkeit verleihen. Allerdings wird er leider deine magische Kraft reduzieren. Diesen Nebeneffekt kann man nicht beseitigen.
Kannst du dem Trank das Salz beigeben? Natürlich, aber das benötigte Salz wird vom Festland geliefert und ist entsprechend teuer, besonders heutzutage. Wie viel? 3 Goldstücke. Brauchen wir im Grunde nicht machen. Hey, wenn wir Innekromant werden, ist es natürlich schlecht. Kannst du mir einen... Zweifelst du an mein... Gut. Nicht so schnell. Wie viel verlangt für das Braun? Ja, ja, das kennen wir ja. Kann ich... Ich gebe mein Wissen nur... Gut. Ja. Wie gesagt, jetzt kommen dann die letzten Vorbereitungen noch, bevor wir uns anschließen. Also viel ist echt nicht mehr zu tun. So, mal gucken, ob ich das in der Stadt noch schaffe. Ich glaube es zwar nicht mehr, dass es mit Lehmer noch klappt. Ist auch ein bisschen eine aufwendige Sache, das Ganze, weil sein Leibwächter ist ziemlich stark. Können das auch nochmal verschieben. Das macht nichts aus. Verschieben wir die Lehmer-Sache nochmal. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Ich muss auf jeden Fall zum Sumpflager erstmal. Und das Rezept abgeben. Und weshalb war ich jetzt noch? Genau, für Xardas war ich glaube im Kloster, oder? Nein, stimmt, wegen der einen Sache, wegen der Opferung, genau. So, dann gucken, ob ich den noch erwische jetzt. Das hätte er doch. Möglich ist alles. Meine Meinung kennst du ja schon. Was ist? Das sind doch alles nur Gerüchte. Hier ist das Rezept, das du haben wolltest. Lass mich sehen. Wer erzählt denn sowas? Ja, das ist es. Welch eine sonderbare Zusammensetzung. Ehem. Meister, kann ich jetzt deine Zustimmung für meinen Beitritt erhalten? Um den Trank herzustellen, benötige ich einige sehr seltene Dinge. Ich fürchte, ich habe nicht mal die Hälfte der notwendigen Komponenten. Daher bin ich gezwungen, dich um einen weiteren Gefallen zu bitten. Erweise ihn mir, und du hast meine Zustimmung. Letztes Mal hast du dasselbe gesagt. Letztes Mal habe ich gesagt, dass du dich um die Bruderschaft verdient gemacht haben musst. Der Bruderschaft in meiner Person... Hättest du mir aufmerksam zugehört, hättest du das verstanden. Wie ich sehe, habe ich keine andere Wahl. Anscheinend kann ich nur auf diesem Wege deine Zustimmung bekommen, oder? Hast du etwa auf eine leichte Aufnahme in die Bruderschaft gehofft? Was soll ich diesmal für dich tun? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Das ist ganz einfach. Ich werde dir eine Liste der Komponenten des Tranks geben, die ich nicht habe. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Und bringe sie mir. Hier ist die Liste aller fehlenden Ingredienzien. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Wozu brauchst du denn dieses Elixier? Wie ich schon sagte, kann dieser Trank auf irgendeine Weise das menschliche Bewusstsein beeinflussen. Aus seiner Zusammensetzung kann ich schlussfolgern, dass er die magische Kraft eines Menschen um ein Vielfaches steigern kann. Ich kann aber nicht genau sagen, wie intensiv die Wirkung ist, und welche Nebenwirkungen nach der Anwendung auftreten können. Könntest du auch für mich solch einen Trank herstellen? Ich fürchte, nicht. Naja, jedenfalls werde ich die Wirkung des Trankes testen müssen. Und dafür brauche einen Freiwilligen. Denkst du, dass ich der Freiwillige sein könnte? Im Großen und Ganzen, ja. Aber die Entscheidung liegt ausschließlich bei dir. Du musst dir aber darüber im Klaren sein, dass der Gebrauch des Trankes mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Er könnte auch andere unvorhersehbare Eigenschaften haben. Aber ich denke nicht,
dass die Anwendung des Trankes bleibende Schäden oder gar den Tod nach sich ziehen wird. Gut, ich werde darüber nachdenken. Möglich ist alles. So, was will denn der alles überhaupt haben jetzt hier? Warum erfahre ich das jetzt erst? Das sind doch alles nur Gerüchte. Wer erzählt denn sowas? Oh je, oh je, oh je. Genau das habe ich auch gesagt. Flammenzunge hätte ich. Ei, das Minecraft, das habe ich auch. Warum erfahre ich das jetzt erst? Aber was ich mich gerade frage... Ah doch, ich habe welche. Herz eine Steigerung, so ein Kronstück habe ich sowieso. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Versuche ich ihm mal die Zutaten zu geben. Das ist natürlich Verschwendung von einem Kronstück schon wieder. Was ist... Ich bringe die Ingredienzien für deinen Trank. Der Kerl kann einem leid. Zeig sie mir. Also, das Eier eines Minekrolas. Richtig. Das Herz eines Steingolems. Meinung kennst du ja schon. Hier ist es. Die Zunge eines Feuerwarans. Da haben wir sie. Und ein Kronstöckel, genau. Das hier liegt ist doch es. Auf der Hand. Ehem, das ist alles, was ich brauche. Ausgezeichnet. Erhalte ich nun deine Zustimmung, Meister? Sowas. Ja. Du hast unserer Bruderschaft gut gedient. Zwei Felsohne bist du würdig, einer von uns meine zu werden. Kennst du ja schon. Geh zu Balorun und sag ihm das. Das sind doch wegen deines Elixiers. Ja, was möchtest du fragen? Ich hab da so ein bisschen nachgedacht. Kannst du das Elixier an mir erproben? Ehem, eigentlich ist es mir egal, an wem ich den Trank ausprobiere. Gut. Ich nehme dein Angebot an. Allerdings habe ich den Trank noch nicht hergestellt. Und wann wird er fertig sein? Komm morgen Nachmittag wieder. Ich denke, ich werde den Trank dann fertiggestellt haben. Wer erzählt denn sowas? So, okay. Er macht den Trank fertig und ich werde mich dabei mal ein bisschen hinhauen. Und wir cutten mal die Folge an der Stelle und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Mich fragt ja.